eine Sekunde angeblich eine Rebellion. Wait, ich geb dir, ich mach das nochmal. Was ist da denn jetzt gerade? Warte mal, können wir mal kurz ich muss mal pausieren. Volgish Company wishes to declare war against... Ach so, nee, möchte ich nicht, danke. Finde ich gut. Volgish Company ist ja meine Rebellion, die will ich noch erledigen. Ich hab dir jetzt noch, eventuell hab dir nochmal den monatlichen Teil gegeben, weil ich nicht genügend Ressourcen auf Tasche hatte, das aufrechtzuerhalten. Panda, konntest du mir nochmal was schicken oder ging das nicht? Was? Konsumgüter. So. Alter. Das ist langsam wird's teuer. Ja. Sobald weitergemacht werden kann, bitte direkt weitermachen. Achso, kann, ja, sorry. Also das wäre gut, so ein monatlicher Handel irgendwie, warte mal, ganz kurz. Ja, monatlich geht gerade nicht. Monatlich geht gerade nicht, okay. Also ich muss gerade mal schauen, wenn er gerade ausgelaufen ist, kann ich vielleicht einen neuen machen, aber momentan sieht es nicht ganz so gut aus. Okay. Ja, da muss ich noch mal ganz kurz was machen. Was brauchst du denn? Konsumgüter gerade. Achso, produziere ich nicht, sorry. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich habe die ganze Zeit mit dem Plus gerechnet. Muss ich erstmal nachkaufen hier. Und dann. Ja, ich meine, ich habe dir, glaube ich, was geschickt. Ja, alles gut, das reicht erstmal, alles gut. Okay. Ja. Wolltest du jetzt Richtung Krieg irgendwie was machen, oder? Ja. Wenn du sagst, du kannst, dann. Mal gucken, ob das geht. There is no justice. Das geht, auf jeden Fall. Okay, ich habe Krieg erklärt. Ach, du hast hier. Digga, ey. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie das. Hätte ich einladen können, glaube ich, noch, ne, oder? Jo. Ja, das wäre vielleicht. Alles klar, es ist okay. Ich glaube, wir müssen wirklich zusammenarbeiten, weil die haben noch ein gewisschen was an Flotte. Ja, ich weiß nicht, ob wir das alleine tanken können. Nee, das schaffe ich nicht. No, dann. Ja, hey, ich wollte gerade sagen, wenn ich hier, dann macht er einfach jetzt einfach gar nichts. Dann mache ich da einfach mal gar nichts. Das wäre schlecht, weil dann wäre ich nämlich auch raus. Das wäre ärgerlich. Ihr seid mir echt alles. Oh, ey, die haben Dienstleistungen, die haben alle Jobs, die haben Wohnungen, die haben keine Kriminalität, aber trotzdem ist die Stabilität scheiße. Vielleicht sind deine Rechte für die Leute einfach scheiße. Wenn die Sklaven sind, dann haben die natürlich keinen Bock auf dich. Ich hab Sklaverei verboten. Glaube ich. Ja, Sklaverei verboten. Die sind alle volle Staatsbürger. Hast du in der vordersten Station, Panther, bei Kogan, hast du da ein Dingsbums drin, dass die Schiffe günstiger werden, wenn die angedockt sind? Bau ich rein. Complete. Baust du jetzt rein? Okay. Ja. Na gut, also ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Das ist safe. Ja, ich bin auf dem Weg. Evading Hostiles. Geht nicht. Science Ship lost. Du musst die Grenze für mich öffnen. Ich kann nicht zu dir rein. Okay, warte. Spaceport lost. Uff, ich glaube, ich habe halt eine Revolte, die ich nicht aufhalten kann. What? Ansonsten probier einfach einen Pop rein zu move von einem Planet, wo du weißt, dass der Bock auf dich hat. Du meinst. Einfach einen Standardtypen von dir rein move in den Planeten. Das sollte eigentlich im Regelfall auch schon helfen. Das rein.
Wieso komme ich nicht in das System von Dylan rein? Warte mal, ich muss mal pausieren, bitte. Warum kann ich in das System nicht rein? Ich hab dir doch die Grenzen geöffnet, oder? Ja. Grenzen habe ich geöffnet eigentlich, ja. Ah, jetzt komme ich da rein, okay. Musste wohl, weiß ich nicht, Monat umticken oder was, keine Ahnung. Habt ihr überhaupt eine Connection miteinander? Nein. Nee, es hat auch nicht geholfen, weil... Welcher Planet ist es dann? Der ist bei dir und Mios ganz oben drin. Mios, ach ja, da fernab, ja, meine Güte, soll halt deine Revolte entstehen. Die machen wir direkt wieder weg. Ja, ich bereite mich schon drauf vor. Da habe ich auch mal eine Revolte. Technology discovered. So, die Flotten sind weg. Flotten sind Geschichte. Das ist gut, meine leider auch. Ach Mann, das war blöd. Tja, das geht nicht auf meine Kappe. Ja, alles gut. Das hat also meine. Okay. Ich meine, warum auch nicht? So. Das macht halt ein riesiges Gebiet und spawnt halt meine halbe Flotte ins Meer. Ah, oh, nee, Mann, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Und vor allem, weil meine ganze Flotte jetzt gerade weg ist. Technology. 33.000er Flotte, ach ja. Oh, ich glaube, da brauche ich Hilfe. Ah ja, warte. Ich habe halt nichts in der Nähe. Ja. Ich will auch erstmal upgraden gehen. Mach erstmal Peace mit denen, wir können es dann später wiederholen. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ach, das Peace machen? Scheiße. Ja. Ja, warte, ich drehe direkt okay. um. Okay. Das sollte es gewesen sein, Dylan, im Sinne du, ich von... kann das halten gegen die, ich kann das halten. Ich kann es erstmal halten, okay, warte. Ich muss jetzt selber erstmal nach oben, weil die werden jetzt zu mir wieder hin. Ja. Mit 30.000 sollte ich in der Lage sein, gegenzuhalten. Danke dir. Hey, das hat meine Wirtschaftssituation deutlich verbessert. Technology discovered. Ja, nice, man. Sollte ich halten können. Was ist da denn los? Könnt ihr jetzt mal bitte... What the fuck? Okay, interessant. Construction complete.
So. Schön. Alter, 40.000er Flotte und die wird noch größer. Warum auch nicht? Ja, ich bin mal. So Technology discovered. Ja, ich hab auf dem Papier genauso viel wie er. Ja, plus Station, ne? Das heißt also mit Station bis, also mit Station ein bisschen mehr. Ja, dann baue ich mich. Das, da weiß man ja natürlich nie. Ob das reicht. Die Zitadelle ist nämlich leider nicht rechtzeitig fertig geworden. Ja, ansonsten hau einfach noch ein paar Verteidigungsplattformen mit rein. Ja, ich spam die auch gerade. Ah, die kommen gerade schnell, schon. Wie sie bauen. Ja, die sind da. Oh Gott. Ja, wenn die reinfliegen, dann denke ich mal, schaffen die das auch. Sonst würden sie nicht reinfliegen. Nee, nicht immer. Oder? Sieht gut aus. Naja, sieht sehr gut aus. Ja, das ist jetzt kriegen die richtig gerade aufs Maul. Bin ich halt den 2-1 in der Überzahl, was Stärke angeht, gerade schon. Alter, die haben 13 Schlachtschiffe, holy. Ja, ich muss sagen, diese, dieses Absplitting, also die Absplittungsmechanik ist halt super dumm. Ja. Ja, ich habe sie besiegt. So, ey, yo, wir splitten einfach einen Planet ab und die kriegen erstmal so 20.000, 30.000 Flottenstärke geschenkt. Aus dem Nichts. Geil, Mann. Balanced, I guess. Okay, ich kann ihn nutzen. Kann ich ja wieder umdrehen, ne? Die sollten jetzt eigentlich nicht mehr so viel haben. Ah, cool. Dylan, du hast doch jetzt das gesamte Reich von Dingens bekommen, ne? Ein Großteil, ja. Dann brauchst du ja Sibulian eigentlich nicht, oder? Ja, gute Frage. Den einen Planeten hätte ich ganz gerne auf jeden Fall. Virtosk. Wo ist der? Der ist auf jeden Fall bei mir in der Nähe. Welche? Virtosk? Hier. Das ist das erste System, wenn er reinfliegt. Ja. Ach so, das. Das macht ja, doch Sinn, das, oder? Das macht Sinn, finde ich auch, ja. Wie kriege ich das denn, wenn du das jetzt sozusagen belegt hast oder besetzt hast? Noch nicht. Ich kann auch nicht besiegen. Ich brauche noch einen Moment. Da muss, glaube ich, jetzt. Wie läuft denn das? Ich habe noch lange nicht mehr Krieg geführt. Das muss jetzt runterticken irgendwie, ne? Oder deren Kriegsmüdigkeit muss steigen, oder wie läuft das? Ihr habt doch jetzt schon so viele Kriege geführt da oben. Why? Komm, was ist denn dein Kriegsziel? Was hast du eingestellt? Moment, wo sehe ich das? Chief War Goals. Wo sehe ich die War Goals? Geh mal auf den Typen mit Diplomatie und dann um Frieden bitten und dann kannst du, glaube ich, mal deine Kriegsziele sehen. Hm.
Ja, es kommt halt nämlich drauf an, wenn es nämlich ein reiniger Erniedrigungskrieg ist, dann kriegst du halt basically gar nichts. Wenn du aber Eroberung hast, nee, warte mal, du warst auch Maschine, ne? Du bist auch ja. assimiliert, nee. Also die getriebene Assimilator, nee, was bist du? Mann, du? Ich muss doch hier irgendwo diesen scheiß Wargoal sehen, Mann. Ja, du musst sogar noch Ansprüche setzen, ne? Okay, dann hast du wahrscheinlich Eroberung genommen, right? Ja. Dann, wenn du um Status Quo bittest und er das annimmt, ist der aktuelle Stand wird übernommen. Das heißt, wenn du alle Systeme gecaptured hast und halt auch die Planeten übernommen hast, kriegst du auch die ganzen Systeme. Du kannst auch Status Quo mal machen. Du bist anscheinend Hauptkriegspartei. Ach, mit dem Boy da oben? Ja. Ja, ne, wenn du den jetzt fertig machst, dann machst du ihn fertig. Der hat mich gerade zurückgedrängt. Seine Flotte kam zurück. Ja, dann mach ich kurz, Frieden mit dem. Er muss wohl noch ein bisschen weiter in seinem... Ich hab das noch nicht so ganz verstanden, aber egal, alles gut. Ganz unten. Ja, wenn du rechts Status Quo hast, steht ja auch da, was du alles bekommst dann. Oh, lag. Lag? Okay, ja. Lag. Ja. Oh. Ich glaub, mein Spiel ist gerade gecrashed. Also ich hab auch. Ich hab auch gerade wieder. Ja, ne? Ich hab auch wieder. Nein. Dylan, du bist auch noch drin, right?